So, haben wir wieder einen Kartenerfolg gemacht und was Schönes Neues gesehen. So schön war es zwar nicht, aber wir haben das Neues gesehen. Wir haben den schönen Schmodder hier unten gesehen. Ist doch auch mal was, oder? Und ich glaube, bei solchen Ansichtsdingern ist es so, dass man die ganzen Befreundeten... Ich glaube, man sieht nur befreundete Leute hier drinne. Befreundete NPCs oder befreundete Leute, Spieler oder man selbst oder die Tiere oder sowas. Aber ich glaube, man sieht keine Gegner. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war mal so. Manchmal habe ich das Gefühl, man sieht trotzdem Gegner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich sowas ganz lustig. Dieses Schild, ne? Habt ihr es eben gesehen? Ich fand das ganz lustig irgendwie. Die sind irgendwie so nach hinten geschleudert worden oder sowas. So. Einmal drauf geklatscht. Können wir auch noch kaputt machen. Schade, dass hier keine Aufgabe ist. Sonst hätten wir die Aufgabe bestimmt schon gemacht. Einmal hier lang, ist das richtig? Nee, ich glaube nicht. Naja. Was ist denn richtig? Ach, da oben. Na schön. Dann gehen wir halt hier lang. Einmal das Rohr ins Licht. Bitte. Oh, ist doch gar nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber na gut. Ich hoffe, euch hat die kleine Tour durch den Berg gefallen. Gleich sind wir da oben. Wir hätten auch gar nicht laufen müssen. Wir hätten uns auch einfach teleporten können. Wir teleporten uns jetzt einfach hoch. Ich wollte euch nur die schöne Höhle zeigen, ja. Ja, wollte ich natürlich. So, dann sprechen wir doch nochmal mit dem Speer. Speer. Ey, wo haben wir denn? Oder Speerin. Der Reiz des Abenteuers lockt uns in den Norden. Doch nur ein mutiges und wildes Herz überlebt außerhalb dieses heiligen Tals. Wenn ihr bereit seid, prüft euch am ungezähmten Geist der Häsin. Wenn ihr diese Prüfung besteht, habt ihr vielleicht das Zeug dazu, die Herausforderungen der Grenzlande zu überleben. Gut, also sie hat uns gewarnt, wir sollen nicht hier hintergehen, weil wir das werden wir nicht überleben. Naja, wir sind ein Wiedergänger. Wir sind kalter Natur und wir werden dieses Kupfererz, werden wir zerhacken. Nur, dass wir nichts haben zum Zerhacken, deswegen können wir es nicht zerhacken. Wir können es nicht zerhacken. Ich hoffe das nicht. Aber trotzdem werden wir überleben. In der kalten Natur. Seht euch die schönen Bäume an. Seht euch diesen grandios schönen Himmel an. Mit diesen ganzen schönen Schneeflöcklein. Ja. Ist das nicht schön? So. Was dürfen wir denn für dich erledigen? Hallo. Bjarni. Helft Bjarni dem Geist der Häsin die Ehre zu erweisen. Müssen wir schon wieder irgendjemand die Ehre erweisen. Sucht verstecktes Hasenfutter und bringt es zu Bjarni. Ja, will Hasenfutter haben. Fürs Mittagessen oder fürs Abendessen? Halte die hungrigen Häschen von allen fern, die Futter bei sich tragen.
Okay. Ach so. Ja. Das ist ein Hase. Unruhiger Hase. Er sammelt das Hasenfutter. Wir sollen für ihn das Hasenfutter sammeln. Ach so, hier kommen die Hasen raus. Ach so, stimmt. Stimmt, da kommen ja die Hasen raus. Wir sollen für ihn das Hasenfutter sammeln, dass er dann nicht an die Hasen verfüttert. Nein, er versteckt das vor ihnen. Er versteckt das vor den Hasen. Vor den hungrigen Hasen versteckt er das Hasenfutter. Wir sollen ihm das Hasenfutter, wir sollen das Hasenfutter den Hasen wegklauen und es ihm geben. Weil er ja so gerne Hasenfutter isst. Ja. Genau so ist es. Da laufen wir so schneller, aber so ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller, ja. Ja, so ein bisschen schneller laufen wir da. Aber es geht doch relativ flott. Guck mal, wie viel wir schon erreicht haben mit nur einem Hasenfutterknüppel. Na, das ist ein Kaninchen. Aber Kaninchen wollen kein Hasenfutter. Kaninchen, du willst kein Hasenfutter, ne? Nee, das wollen nur die hungrigen Hasen. Das wollen nur die hungrigen Hasen. Oh, hier, da kommt ein hungriger Hase. Wenn ein hungriger Hase kommt, dann werden wir so weggeschmissen, glaube ich. Verängstigter Hase. Wie verängstigen wir den Hasen, ne? Wie verängstigen wir den Hasen? Die hat eben den Hasen verängstigt, damit er uns nicht das Hasenfutter klaut. Obwohl es Hasenfutter ist und Hasenfutter eigentlich für Hasen ist und nicht für irgendwelchen Biani, der irgendwie denkt, er müsste Hasenfutter sammeln bald. Wenn es kalt ist und schneit. Ich weiß nicht, wie man diese Hasen verschreckt oder verängstigt oder was auch immer die gerade mit dem Hasen gemacht hat. Ich weiß es nicht. Was eine Akolytin ist, weiß ich auch nicht. Aber wir sollen ja nur irgendwelches Hasenfutter sammeln und ja. Brauchen wir nicht so viel wissen. Ja. Guten Tag, bitteschön, dankeschön. Können wir mal hier hinten, gibt auch noch Hasenfutter. Bestimmt hat dieser Bjarni oder wie auch immer, hat der Angst vor den Hasen. Vor den hungrigen Hasen. Ja, ich hätte auch Angst vor so einem hungrigen Hasen, wenn er nicht so anspringen würde. Das wäre ja der Horror. Sowas, das wäre ja der Horror. Aber wenn so ein kleines Hasenvieh kommt, von hinten, stößt dich so um, du fliegst einfach weg. So ein kleines Vieh, stößt dich um, du fliegst weg. Stell dir das mal vor, da hätte ich auch Angst vor so einem Vieh. Also, Bjarni, ich gebe dir recht. Also, das sollten so richtig Helden machen. Dafür brauchst du Helden, die dir das Hasenfutter besorgen. Das mache ich auch dann gern. Was ist das für... Ich will auch so ein Fliegending haben. Das finde ich schön. Ich will es auch. Ich will es auch. Ich mag es auch. Auf jeden Fall, Bjarni, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Du hast mein Mitleid. Aber ich bin dein Held und ich muss dir das Hasenfutter besorgen. Das sieht ja so aus, als wäre es so richtig schwer, das Teil. So wie die latschen da. Ne, so langsam wie die laufen. Da müsste es ja elend schwer sein, das Hasenfutter. Ich frag mich, was da drin ist, was die Hasen dann zu essen kriegen. Boah. Hast du das Hasenfutter gegessen? Das Ding hat ein Hasenfutter gegessen. Das Ding hat ein Hasenfutter gegessen. Das darfst du nicht. Also Hasen oder Kaninchen, die dürfen kein Hasenfutter essen. Das ist unmöglich. Sowas gibt's bei mir nicht. Sowas gibt's nicht. Das ist schlimm, sowas. Wie machen die das denn? Dass die diese Hasen wegbekommen? Aber es geht auch ohne. Nein, ich muss schneller laufen. Weißt du, was für ein toller Freund ich bin? Bjarni, weiß ich nicht.
Renn, mein Kleiner, renn! Nimm es und bin fertig. Wir sind fertig. Dankeschön. Nein, das habe ich gar nicht gelesen, was er uns geschrieben hat. Hier latschen wieder welche rum, die wir beschützen sollen. Machen wir doch alles sehr gerne. Oder wir sollen auch keinen Beschwerden beschützen? Nein. Gut. Dann halt nicht. Dann sollen wir zu einem nächsten Speer laufen. Da war eben ein großes Event, was dann auch schon fertig war. Ja, wir haben eine neue Wegmarke entdeckt und somit die Stufe 7 erreicht.